Eine Vertreterin aus der Ukraine, Inga Skarupa. Was sagst du nach dem Vorkampf? Oh, da steigt sie ab vom Gerät. Das natürlich das Aus im Mehrkampffinale. Also für einen der vordersten Plätze kommt sie da nicht mehr in Frage. Denn ich glaube kaum, dass sich eine der anderen Turnerinnen, die sich vorne auf den vordersten Rängen befinden, sich solche Blöße geben. Vergleichen wir was mit Svetlana Khorkina, die ja nur einen kurzen Wackler hatte am Schwebebalken. Aber absteigen, das passiert ihr so leicht nicht. Die Mädchen aus der Ukraine waren ja gestern Vierte im Mannschaftsmehrkampf. Mit einer Inga Skarupa. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf